Star Wars Let's Play. Wir sind jetzt beim Podrennen und ja, da ist auch schon die Cutscene dazu. Schauen wir uns die doch mal an. Ja, die Arena von Mos Espa. Da sind wir jetzt angelangt. Haben Jar Jar gerade eben noch gefunden. Da oben. Da oben steht Darth Maul. Wir treffen Sie bei Anakins Podracer, bevor das Rennen beginnt. Viel Glück mit Jabba und Watto. So, wir müssen jetzt erstmal Jabba und Watto finden. Und dann geht's auch schon los. Hallo. Hi, Süße. Es freut mich, dass Sie mich gefunden haben. Sind Sie jetzt bereit, sich mit Jabba zu treffen? Ja. Lassen Sie uns diesen Jabba suchen. Wozu die Eile? Das Rennen fängt erst in ein paar Minuten an. Ich muss noch vor dem Rennen mit Jabba sprechen. Nun, dann hoffen wir mal, dass sie nichts aufhalten kann. Sie werden mich jetzt zu Jabba bringen. Ich werde Sie gerne zu Jabba führen. Let's go. Immer erstmal wieder ein Speicherpunkt. Nicht, dass wir wieder gleich irgendwo sterben und dann irgendwo mitten im Mos Espa wieder anfangen oder Anfang vom Mos Espa. Also Speicher. Ich liebe die Aussicht von hier oben. Hier unten, mit dem muss ich gleich quatschen, soweit ich das noch weiß. Von nun an sind Sie auf sich allein gestellt. Folgen Sie dem roten Gang, er führt Sie direkt zu Jabbas Loge. Wenn Sie das Treffen überleben, sehen wir uns vielleicht später. Naja, das Beste mache ich gleich. Sie sollten sich beeilen, wenn Sie das Rennen sehen wollen. Es fängt gleich an. Der allmächtige Jabba heißt Sie willkommen, Jedi. Was wollt ihr? Melbata Yanago, Pegat. Melwanti Muinka Bunga Hase. Seine Allerdurchlaucht hat von Ihrem kleinen Problem gehört und macht Ihnen folgendes großzügiges Angebot. Ihr werdet mich sofort freilassen. Kun taka tukune bara kun. Gedankenmanipulation wird Ihnen in der Anwesenheit des unbezwingbaren Jabba nicht viel nützen. Was wollt ihr? O Grafisto Pegastaya. Nun Mutugakaya Pada. Die 50 Pegats sollen Ihnen gehören, wenn Sie ihm einen kleinen Dienst erweisen. Sprich weiter. Guga Wanji Vishno Yunage Chong. Wir müssen jetzt hier in der Arena überleben und dann bekommen wir die 50 Pegats, um mit Watto zu spielen. Welche Art von Zerstreuung? Kumat Wampati Choporko Champio Jedi. Sie werden gegen den besten Kämpfer seiner Exzellenz antreten. Ich kämpfe nicht zum Vergnügen anderer. Mel to be schnagger zu thunk Boko. Dann wird der unglaubliche Jabba dadurch unterhalten werden, dass er sie wie einen Feigling sterben sieht. Darkin Bara. So, jetzt die Frage, kann man da raus oder da raus?
genau, so war das. Einfach in die Zacken laufen lassen. Der voluminöse Jabba ist mit ihrer Leistung zufrieden. Naja, fast hatte ich ihn. Muss dann nochmal gucken. Genau deswegen wollte ich das Spiel speichern. Weil irgendwas so in die Richtung kommen musste. Wenn Sie mir ein wenig Platz machen würden, könnte ich Sie zu Jabba führen. Die Tante pennt wieder dahin. Oh, ey, die steuert. Ah, ich liebe die Aussicht von hier oben. Oh, wir werden jetzt hier unten nochmal speichern. Oder falls wir nochmal sterben. Nicht so weit. Laufen wir! Der allmächtige Jabba heißt Sie willkommen, Jedi. Oh, nochmal den ganzen Dialog. Was wollt ihr? Melbata Yanago, Pegat. Melwanti mu Inka Bunga Passe. Inka Bunga Passe. Seine Allerdurchlauf hat von Ihrem kleinen Problem gehört und macht Ihnen folgendes großzügiges Angebot. Ich höre. O Grafisto Pegastaya, Yun Wuduga Kayapada. Die 50 Pegats sollen Ihnen gehören, wenn Sie ja. einen kleinen Dienst erweisen. Ja, komm, mach hin. Sprich weiter. Huga Wanji Vishno Yunage Chona Bashugi. Sie werden dem illustren Jabba und seinen erlesenen Gästen etwas Zerstreuung verschaffen. Welche Art von Zerstreuung? Kuma Wampati Joborko Champion Jedi. Sie werden gegen den besten Kämpfer seiner Exzellenz antreten. Ich bin bereit. Fangen wir an. Chichu Dorna, wie weakende Jawa. Der unglaubliche Jabba hofft, dass sie auf unterhaltsame Weise sterben werden. Darkin Bana. Wonder Wonky Jedi.
Das ist ihrer Leistung. Nicht so einfach, das Vieh. Ich glaube, ich mache erstmal einen Safe-Track. Direkt, wenn ich unten war, dass ich nicht nochmal diesen blöden Dialog hören muss. Ich muss das Ding ja sowieso killen, von daher. Mann, ich habe Granaten. Vielleicht können die mir auch helfen. Versuchen wir es mal. In der nächsten Runde. Gucken, ob wir den Dialog irgendwie verkürzen können. Der allmächtige Jabba heißt Sie willkommen, Jedi. Lasst mich sofort frei. Nago kato gunka cho passer Jedi. Darf ich empfehlen, dass Sie sich den Vorschlag des mächtigen Jabba anhören? Nein. Ich werde Jabba nicht dienen. Mel to wish Nago to thunk Boko. Dann wird der unglaubliche Jabba dadurch unterhalten werden, dass er sie wie einen Feigling sterben sieht. Daki Bana. War wohl wieder nix, aber dafür diesmal ganz schön knapp. Aber diesmal ist es eine ganze weit. Ich habe ja direkt nach dem Dialog gespeichert. Okay, Moment, gleich, wenn ich das hier hinter mir habe. Ja.
wird eng. Es wird verdammt eng. Das war knapp. Der große Jabba ist von ihrem Geschick und Können beeindruckt. Er dankt ihnen dafür, dass sie ihn so gut unterhalten haben. Wo ist jetzt hier der Ausgang? Da ist der Ausgang. Mich erwartet in 5 Systemen die Todesstrafe. Du hast Glück, dass du... So, hier ist jetzt auch richtig gute Musik. Hören Sie auf zu drängeln! Ich muss gerade noch was machen, dann bin ich gerade wieder im Game. Hören Sie auf zu drängeln! So. Wir sind jetzt hier, okay. Wir jetzt erstmal rüber Richtung Bank. Was willst du? Ich habe die T-14-Teile noch immer nicht. Wissen Sie, wo ich Watto finden kann? Erzieh dich, ja? Ich versuche hier in Ruhe was zu trinken. Stimmt es denn nicht, dass Sie für Watto arbeiten? Ich arbeite im Moment nicht für Watto. Heute ist mein freier Tag. Verschwinde! Was wollen Sie? So, jetzt muss ich erstmal schauen, sehen dass wir mit den ganzen nicht, Leuten hier mich auf das Rennen vorbereite? Ich suche Watto. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finden kann? Watto? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich bin mir sicher, dass Sie wissen, wo man ihn finden kann. Aber warten Sie! Ich weiß doch, wo man ihn finden kann. Bitte bringen Sie mich zu ihm. Wie soll ich Ihnen zeigen, wo Watto ist? Weil Sie mir im Weg stehen. Oh. Das ist nicht Watto, aber er weiß, wo Sie ihn finden können. Stellen Sie sich bloß nicht zwischen mich und meinen Drink. Kann ich Ihnen dienen, Sir? Einen Jury-Saft, bitte. Ein frischer Jury-Saft. Eine einheimische Spezialität. Ich hoffe, er schmeckt Ihnen, Sir. Saburisa Gaburu. Mach mal Platz! Sie sollten bei Watto eine Wette abschließen. Der voluminöse Jabba ist mit ihrer Leistung zufrieden. Ich habe nur wenig Zeit zum Reden.
Ich muss eine Wette auf Anakin Skywalker abschließen. Seine Eminenz teilt ihren Optimismus bezüglich der Chancen von Anakin nicht. Sebulba wird mit Sicherheit gewinnen. Gab es da nicht noch mehr Dialog? Das Rennen beginnt, sobald der opulente Jabba bereit ist. Gut, dann eben nicht. Willkommen, Butterfutter. Hey, hör auf zu drängeln. Was willst du? Entschuldigen Sie, aber ich muss vorbei. Was willst du? Sie werden sofort zur Seite treten. Wir sind viel zu beschäftigt, um unsere Zeit mit dir zu verschwenden. Das Rennen fängt gleich an. Jetzt verzieh dich. Es muss noch einen anderen Weg gehen. Ich habe schon zu viel Zeit mit diesen Pflegeln vergeudet. Wir sind viel zu beschäftigt, um unsere Zeit mit dir zu verschwenden. Das Rennen fängt gleich an. Jetzt verzieh dich. Diese Rennen langweilen mich zu Tode. Ich komme nur wegen einem hierher. Um das Podracer-Rennen anzuschauen? Mach deine Wetten im Blue Room. Da gibt's die besten Quoten von Mos Espa. Frag nach Jorah. Du schon wieder? Hier. Nehmen Sie diesen Jury, sagt mein Freund. Hey, ich schätze, du bist wohl doch kein Wookiee-Treiber. Also was wolltest du nochmal? Nun, können Sie mir jetzt dabei helfen, Watto zu finden? Ich trinke niemals alleine. Du kaufst meinem Kumpel Crack besser auch was zu trinken. Er wird mir sowieso nicht helfen, von daher... Aus dem Weg! Werden wir jetzt einen anderen Weg suchen. Es wird hier nachmittags immer ziemlich heiß, wenn Sie etwas... Ups, hab ich schon mitgekriegt. Schauen, wo wir hier lang. Ich habe immer gedacht, dass Außenweltler diese Rennen nicht mögen. Unten drunter durch. Und da. Ist es schon Zeit aufzustehen? Hat das Rennen bereits angefangen? Noch nicht. Das ist gut so. Es soll ein sehr spannendes Rennen werden. Warum ist das Rennen so wichtig? Dieser verrückte Anakin wirbelt ganz schön viel Staub auf. Ich bin mir sicher, dass er alle überraschen wird. Genau genommen spüre ich geradezu, dass er gewinnen wird. Sind Sie einer von Anakins Freunden? Ja, das bin ich. Nun, dann nehmen Sie diese Schnappschiene und ein Medipack. Dieser verrückte Anakin wirbelt ganz schön viel Staub auf. So, dann hätten wir das ja auch schon. Da haben wir wieder Full Life. Hier müssen wir die Abkürzung. Geht Richtung Podrennen. Nee, muss ich glaube gar nicht mehr hoch. Trotzdem nochmal. Hier ist ein
nichts weiter Interessantes. Sie sollten sich beeilen, wenn Sie das Rennen sehen wollen. Es fängt gleich an. Buga! Du doofer Roboter. Wie kann ich Ihnen dienen, Sir? Einen Jury-Saft, bitte. Ein frischer Jury-Saft. Eine einheimische Spezialität. Ich hoffe, er schmeckt Ihnen, Sir. Hey, ich schätze, du bist wohl doch kein Wookie-Treiber. Also was... Was wolltest du noch mal? Hey, ich schätze, du bist wohl doch kein Wookie-Treiber. Also was... Was wolltest du noch mal? Nun, können Sie mir jetzt dabei helfen, Watto zu finden? Ich trinke niemals alleine. Du kaufst meinem Kumpel Crack besser auch was zu trinken. Ist der Jury-Saft für mich? Sie sind zu großzügig. Hier, nehmen Sie diesen Jury-Saft, mein Freund. Ich danke Ihnen. Hey, möge die Macht ich schätze, du bist wohl doch kein Wookie-Treiber. Komm schon. Also was... Nun, was können Sie mir jetzt dabei helfen, Watto zu finden? Warte hier, ich frag mal, ob er dich sehen will. Aber ich kann dir nichts versprechen. Ich wollte gerade wegen dir mit Watto reden. Sie schon wieder! Was wollen Sie? Ich brauche noch immer einen T-14-Antriebsgenerator. Sie sind ziemlich hartnäckig. Geben Sie mir 50 Goldpackets und wir können auf das Rennen wetten. Wenn Ihr Podracer gewinnt, gebe ich Ihnen einen T-14. Einverstanden. Aber wenn Anakin das Rennen gewinnt, schenken Sie dem Jungen die Freiheit und geben mir den T-14. Wenn er verliert, gehört Ihnen einer der schnellsten Podracer, der je gebaut wurde. In jedem Fall können Sie mein Geld haben. Anakin, der Junge hat es noch nie bis ins Ziel geschafft. Wenn das Ihre Meinung über den kleinen Jungen ist, so werden Sie sicher nicht zögern, mein Geld zu nehmen. Lassen Sie uns diese Wette abschließen, bevor das Rennen beginnt. Was schwebt Ihnen so vor, hm? Nichtsdestotrotz, wenn der Junge gewinnt, dann lassen Sie ihn frei. Abgemacht! 50 Goldbaggers und Ihr Podracer für einen T-14-Antriebsgenerator und die Freiheit des Jungen. Sie sollten beten, dass er gewinnt. Ich nehme Ihr Angebot an. Hier ist das Geld. Eine wirklich gute Wette für mich. Vor allem, da Ihr Podracer sowieso nicht zu funktionieren scheint. Da haben wir jetzt schon mal die Wette abgeschlossen, um jetzt Anakin zu befreien. Jetzt müssen wir nur noch nach unten gelangen, um Podrennen. Setzen Sie sich hin und genießen Sie das Rennen! Sie haben recht, mein Freund. Da würde ich zustimmen. Den Bulwar-Sportrenner. Wohin so eilig? Setzen Sie sich hin und genießen Sie das Rennen!
Ich muss zur Rennstrecke. Wenn Sie unbedingt auf die Strecke wollen, springen Sie doch einfach über das Geländer. Könnte wetten, dass der Sturz nicht wehtut. Naja, vielleicht ein bisschen. Wer sind Sie? Ich verkaufe Teile, die ich aus Schrottreifen Podracern ausbaue. Die meisten davon scheinen beschädigt zu sein. Sie können mir vertrauen. Meine Teile sind von bester Qualität, mein Freund. Sie müssen eine Menge Geld an diesen Rennen verdienen. Das Rennen hat noch nicht mal begonnen und Anakins Gleiter steht schon in Flammen. Ha! Ich werde nach dem Rennen die Teile seines Podracers einsammeln. Wissen Sie, wo ich einen T-14-Antriebsgenerator herbekommen kann? So etwas verwendet man nur für Raumschiffe. Ich bin auf Podracer-Teile spezialisiert. So, dann gehen wir mal runter Richtung Anakin. Schauen wir mal, was hier abgeht. Hey, dieser Dieb hat gerade meinen Zündkondensator geklaut. So, jetzt sollte er warum schon schießen. Sollte auf den richtigen Knopf drücken. Das hab ich schon aus. Was ist das denn hier? Ah, ein unsichtbarer Podrenner, ja. Das war knapp, würde ich sagen. Aber easy. Soweit ich weiß, gibt es jetzt hier keine weiteren Healpacks mehr auf der Rennbahn. Deswegen gehen wir einfach weiter und das wird schon irgendwie. Ich werde mein Bestes tun. Ja, mach das mal schön, mein Kleiner. Auf geht's zum Start. Wenn Anakin wirklich gewinnt? Er wird nicht gewinnen. Dafür wird Sebulba schon sorgen. Skywalker kommt direkt neben Sebulba in die letzte Kurve. Die Leute haben sich verkeilt. Das werden die beiden nicht überleben. Ist ein klein wenig anders als im Film, aber... Skywalker gewinnt! Genau. Lasst uns den Antriebsgenerator von Watto holen und diesen Planeten verlassen. So.
Das war die, jo, die Rennstrecke, das Podrennen von... Hals denken, nicht wahr? Die Hutin werden ganz schön böse Tatooine werden, wenn ich meine Wette nicht bezahle. Verzeiht mir, wenn ich undankbar erscheine. Jetzt kommt noch die Flucht. Ich glaube, Sie sollten sich besser mal um Ihre Investitionen... Und die schauen wir uns dann im nächsten Video Komm an. Mit, Anakin. Deine Zukunft erwartet dich. Danke, Qui-Gon. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder mit der Flucht von Tatooine. Und ja, ich will nicht, dass er sein Leben lang ein Sklave bleibt.